Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing von einem Transformationspaket für dich, was ich von der lieben Vanni geschenkt gekriegt habe. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in ihrem wirklich schönen Karton hier verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Vanni ist eine Zuschauerin, mit der ich jetzt auch schon sehr, sehr viel geschrieben habe, auch per WhatsApp und so, und wo man einfach so eine Verbindung zueinander aufgebaut hat, wo man sich auch einfach na, fast schon angefreundet hat. Es ist wie so eine Internetfreundschaft, es ist ganz, ganz weird. Sie wollte mir eigentlich gerne zu Weihnachten ein Paket schenken, deswegen ist das ja eigentlich ein Weihnachtspaket. Aber bald ist ja Ostern, also von daher ist es eigentlich eher ein Osterpaket, ne? Daher Transformation. Und ich wollte einfach mit euch zusammen jetzt vor der Kamera reinschauen, denn das, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Also im Prinzip ist dieses Video nur für Vanni, weil Vanni dann auch meine Reaktion sehen kann. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es steht schon eine Weile hier und ich bin noch nicht dazu gekommen, es aufzumachen. Also heute ist Sonntag und ich habe das jetzt im Laufe der Woche bekommen. Und jetzt möchte ich endlich mal reinschauen. Wir haben hier wirklich allerhand schöner Servietten. So mit Rosen drauf, mit Herzchen drauf. Richtig schön. Also die werde ich auch weiterverwenden und die werden bei uns zu Hause ihre Anwendung finden, definitiv. Dann habe ich auch eine Karte mit dabei, die aber sehr persönlich ist. Die habe ich nämlich eben schon gefunden, als ich das Thumbnail gemacht habe. Ich habe reingeschaut und es ist sehr persönlich, deswegen lese ich die nicht vor. Aber einen Satz kann ich zitieren. Ja, ich weiß schon, was kommt, Vanni, das sollst du nicht, das sollst du doch nicht, trotzdem mache ich es, mir ein Paket zu schenken, ne? Das nur mal so. Genau, das wäre jetzt auch gekommen an dieser Stelle, liebe Vanni, es wäre nicht nötig gewesen, du musst mir kein Paket schicken und das böse Vanni, wirklich. Dennoch freue ich mich da sehr drüber und Sammy und ich werden das jetzt auch zusammen auspacken. Sammy steht jetzt hier nämlich schon neben mir und wedelt mit seinem Schwänzchen. Du, kleiner Mann. Neugierde. Genau. Gut verpackt alles. Die werden auch immer schön aufbewahrt. Die verwende ich ja immer weiter. Und sie hat mir auch in dieser Karte geschrieben, dass sie immer mal wieder Ausschau gehalten hat nach Rosenprodukten. Also ist das ja ein richtiges Rosenpaket. Und Rose und ich, wir sind echt so. Und ich freue mich richtig drauf. Und da bin ich echt mal gespannt. Mir kommen schon direkt Masken entgegen. Damask Rose von Holika Holika. Mega geil. Ich glaube, die hatte ich schon mal. Vielen Dank. Stehe ich voll drauf. Ne? Die sind immer so schön feuchtigkeitsdurchdrängt. Die pflegen die Haut, die beruhigen die Haut. Dann von It's Skin. Du bist verrückt. Von die Rose Moisture and Vitality Mask. Richtig geil. Ich liebe Tuchmasken. Die habe ich auch letztens gemacht. Die müsste jetzt demnächst im Aufgebraucht kommen. Isana Tuchmaske, limitierte Edition, Rosenliebe, intensive Feuchtigkeit, beliebter Teint, Pfingstrose und Hyaluron. Geil, Vanni. Wirklich, die ist gut, weil da hat Isana endlich mal, kleine Review an dieser Stelle, eine Maske rausgebracht, die nicht so ein mega fettes Vlies hat. Das heißt, du hast hier ein dünnes Vlies mit ordentlich viel Feuchtigkeit und da hat man echt seine Freude mit, ne? Ohne Witz. Holt euch die, wenn die Limited Edition noch da ist. Die ist echt klasse. Mega Empfehlung. Hier ist noch eine Maske. Secret Nature Moisturizing Rose Mask Sheet. Das ist diese hier. Geil. Auch das ist eine koreanische Tuchmaske. Auch die wird ausgetestet. Alter, ey. Du verrückte Nudel. Wenn du mich umarmst, bin ich zu Hause. Oh. Vanni wohnt auch ehrlich gesagt gar nicht so weit von mir entfernt. Und wenn diese ganze Corona-Kacke mal vorbei ist, dann werde ich auch mal mich mit Vanni bei ihr treffen oder irgendwo bei ihr im Café oder sonst irgendwo. Und dann werden wir mal zusammen Kaffee trinken, denn wir haben uns schon viel erzählt, schon viel geschrieben und so, aber wir haben uns nie persönlich getroffen. Und es wird echt Zeit, Leute. Ja, ich glaube, eine halbe Stunde wohnt sie nur von mir entfernt. Das ist ein Katzensprung, Leute. So, dann habe ich hier... Alles so schön eingepackt, ne? Soll mich nicht nörgeln. Lass mal Frauchen hier machen. Und ich gucke jetzt extra mal, weil auf manchen Sachen sind so kleine Botschaften drauf. Und da möchte ich jetzt nicht irgendeine Botschaft übersehen. Oh, Sammy, ist das vielleicht für dich? Nein, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Dieser Hund ist ein Traum. Ich sag euch das. Warum anpassen, wenn du geboren wurdest, um aufzufallen? Och, was denn für eine geile Tasche? Das ist so geil. Oh, Bunny.
Und das ist geil. Das ist so eine Shopping-Bag. Kannst du halt so rausnehmen. Das heißt, die kann ich mir in meine ganz normale Handtasche machen. Denn jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, nehmen wir immer die Shopping-Bags, die ich habe. Und die ich habe, die fallen schon mittlerweile ziemlich auseinander. Das Problem bei solchen Taschen ist oft, dass du sie nie wieder so reinkriegst. Aber die musst du falten und kannst sie dann zumachen. Wie geil ist das denn, Sammy? Hm? Wenn ich sie hier aufkriege. Ja, der Reißverschluss muss ich noch ein bisschen einnackeln. Das ist ja cool. Du hast ja da einen richtigen Boden. Oh, die ist ja richtig groß. Geil. Dankeschön. Das finde ich ja cool. Also, die wird jetzt wirklich mein täglicher Begleiter sein. Ne? Egal, wo ich hingehe, egal, wo ich was einkaufe, wie auch immer. Ich habe immer so eine Tasche dann am Start, weil ich das nachhaltiger finde. Und ich mag das nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie ständig eine Tüte da kaufe oder so. Ab und an, klar, so eine große Tüte, ne? Die kaufe ich mir dann. Dann ist es halt auch oft eine Tüte, wo ich dann Sachen reinpacke, wenn ich Sachen verschenke oder sowas. Aber solche Taschen, die sind so Gold wert, Leute. Und die hat echt ein schönes Design. Also richtig cool. Vielen, vielen Dank. Oh, Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. So, hier ist eine Botschaft drauf. Dein eigentliches Weihnachtsgeschenk. Nun alles Liebe zum Bogie-Tag. Bogie-Tag? Was ist ein Bogie-Tag? Oder Boogie-Tag? Wisst ihr, was das ist? Ist das zum Geburtstag? Aber den habe ich im Mai. Ostern ist es auch nicht. Was ist der Boogie-Tag? Ich weiß es nicht. Muss ich sie gleich mal fragen. Ich werde dir eine WhatsApp schreiben. Habe ich mein Handy hier, dann könnte ich ihr jetzt eben schreiben. Leider nein, leider gar nicht. Dann könnte ich euch nämlich noch im Video, ich werde euch die Antwort mal einblenden. Ne? Ich weiß nicht, was ein Boogie-Tag ist, aber süß ist, wir haben hier auch einfach die kleinen Häschen drauf. Also das schreit schon direkt nach Ostern. Boogie-Tag. Die ist nämlich tatsächlich heute am Umziehen, hatte sie mir geschrieben. Ich habe nämlich heute noch mit ihr geschrieben. Da hat sie gesagt, dass sie jetzt gerade am Umziehen ist. Oh Mann, ey. Das ist... Du verrückte Nudel. Du verrückte Nudel. Und ich mache hier ein Video drüber, ne? Zack, nicht mehr jugendfrei. Mhm. Okay, das ist was von ISD. Und jeder, der erwachsen ist, kann sich vorstellen, was das ist. Du bist eine verrückte Nudel. Du bist eine verrückte Nudel. Du bist eine richtig verrückte Nudel. Als der Adventskalender Juppen verlinkt. Übrigens mittlerweile das meistgeklickte Video auf meinem Kanal. Läuft bei mir. Mhm. Die Genießerin schweigt. Wie immer, Leute. Wie immer. So, was haben wir denn als nächstes hier drin? Jetzt kriege ich aber doch ein bisschen Angst, Schätzelein, ne? Dass ich hier doch ein Video davon mache und ich sage, ich mache das nur für mich doch. Übrigens die ganzen Servietten, die sie hier mit drin hat, ne? Die falte ich mir schön und dann werde ich die weiterverwenden. Entweder wirklich als Servietten, ja, wobei wenn die so groß gefaltet sind, eher weniger, dann verwende ich die als Verpackungsmaterial, so wie sie das jetzt auch gemacht hat. Außer die sie zusammengeklebt hat, da kann ich leider nicht. So, ich musste irgendwie an dich dabei denken und dann so ein Smiley. Mal gucken, was da drin ist. Wanni, 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 Wanni. Mittlerweile habe ich echt Angst vor dir. Huch! Oh, wie schön ist das denn? Da hat sie mir. Huch! Hä? Das ist aber ganz schön viel, meine Liebe. Nicht nur ein paar Ohrringe in diesem schönen Marmor-Design mit. Oder Steine sind das ja, ne? Marmor ist auch Stein, aber so geil. Passt das nicht einfach gerade zu meinen Nägeln? Geil. Lieblingsfarbe, Leute, eindeutig, sondern nochmal ein paar Ohrringe. Das ist so mein Style. Oh Mann, Fanny, du verrückte Nudel. Dann habe ich hier noch ein Armband mit dabei, was mir auch tatsächlich passen wird, was nicht oft vorkommt bei Armbändern. Jetzt knibbelt Sammy weiter da an seinem Reding rum. Und eine Kette hat sie mir auch noch mit reingepackt. Fanny, Fanny, Fanny. Das ist so schön. Also das mag ich gerne. Das ist schön. Dankeschön. Bin verlegen. Okay, dann habe ich hier noch ein kleines Tütchen. Was ist das? Selbst hergestellt. Wie geil ist das denn? Ist das eine Seife? Oder ist das ein...
Das muss ich sie auch noch fragen, ob das eine Seife ist oder ob das so ein Melt ist. Ich habe von sowas nicht so Ahnung. Miss Curly Jen macht das ja auch, dass sie selber Melts herstellt, aber ich glaube, das ist eine Seife. Weiß ich nicht. Es hat auch so Glitzer mit drin und das Gold und Lila. Mega schön. Das passt jetzt gerade zu meinem Outfit, ne? Geil, ich frag sie. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir was Größeres drin. Oh, schön. Lovely Rose and Feige Shine Shampoo von Udo Walz. Du verrücktes Menschlein. Normales und glanzloses Haar. Verrückt. Udo Walz. Ey, das ist so ein Star-Friseur, schlag mich tot. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Schätzelein. Schätzelein, sage ich dazu. Was sage ich euch? Schätzelein, sage ich dazu. Oh, okay, ich mache das mal auf. Oh, geil. Ja, das riecht echt nach Rose, ne? Mega. Mega geil. Mega. Mann. Mann, du machst mich hier gerade ganz verlegen. Ich habe nicht damit gerechnet. Also, klar, als das Paket ankam und es so unheimlich groß und schwer war, habe ich mir schon gedacht, ah, oh, jetzt ist es einfach noch krasser. Oh. Okay, ja, das Rosewater Facial Toner von The Beauty Depth. Das habe ich sogar, glaube ich, schon einmal bei mir im Backup da. Das soll aber richtig gut sein. Das soll richtig hautberuhigend sein und ein ein sehr, sehr gutes Dupe zu dem Rosens Rosenwasser, was ich ja auch richtig gerne mag. Ich glaube, das nehme ich dann tatsächlich auch als nächstes. Gibt es meiner Meinung nach bei Action zu kaufen, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Was ich aber gut finde, weil dann kommt man da halt auch einfach mal dran. Action hat ja die Pflegeabteilung aktuell auch offen. Brauche ich das gut. Oh. Ich glaube, hier riecht alles gleich ganz geil für mich, ne? Weil es ist alles Rose. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mann, du machst mich verlegen. Das geht so nicht. So, hier haben wir eine Tube. L'Oréal Paris Fine Flowers Gel Cream Wash. Cleanses, purifies, softens mit Rose und Jasmin. Das hört sich nach etwas an, was ich lieben werde. Für trockene und sensible Haut. Hallo, hier bin ich. Kein Alkohol. Und das ist halt ein Cleanser fürs Gesicht. Also, ich mache Double Cleansing. Das heißt, ich schminke mich vor dem Duschen ab mit einem Balsam oder so. Und unter der Dusche verwende ich dann einen Cleanser. Ja, also ein weiteres Reinigungsprodukt, um dann halt wirklich nochmal das Gesicht pointiv zu reinigen. Und da wird das safe dann, sobald das Produkt, was jetzt gerade noch bei mir steht, von Yepoda leer ist, werde ich das hier verwenden. Mega. Oh, ich brauche mehr Gesichter. Hat einen ganz, ganz, ganz dezenten, cremigen Geruch mit leicht Rose. Mega. Ich weiß nicht, wo ich das alles hinstellen soll. Und das ist auch so schönes, das schöne Rosenservierten und so. Das ist echt schön. Ich sehe schon, dass hier irgendwas ganz Großes drin ist, ne? Das ist bestimmt ein Duschgel, oder? Ja. Das ist das Duschgel von Isana Rose mit Rosenblütenextrakt. Soft Pflegekomplex. Geil. Also es wird alles hier nur noch nach Rose riechen. Nach nichts anderem mehr. Also, wenn man mir wirklich, ne? Alles mit Rose. Alles mit Rose. Wenn ich irgendwas riechen möchte, um mich glücklich zu fühlen, dann rieche ich an Rosen. Ich habe in meinem Garten auch Rosen, die jetzt natürlich gerade nach diesem ganzen Schneegedöns echt traurig aussehen. Ich weiß nicht, ob die im Frühjahr nochmal wiederkommen, aber da muss ich mal ein Auge drauf haben, ne? Aber ich liebe Rosen. Ich finde es großartig, wenn ich durch unseren oder in unsere italienische Ecke, so nennen wir das immer ganz freundlich, mein Freund und ich. Eigentlich hat das der Lebensgefährte von der Mutter von meinem Freund so genannt, wenn wir da unsere Rosen stehen haben. Ne? Ich liebe es, da hinzugehen, dran zu riechen, mir die Rosen anzugucken, weil das auch teilweise welche sind, die so unterschiedlich marmoriert sind, unterschiedlich gefärbt, also weiß und lila und so. Poste ich übrigens auch gerne auf Instagram. Oh, riecht das gut. Oh, riecht das gut. Das riecht nach sauberer Rose. Gibt es saubere Rosen? Ich weiß es nicht. Hier gibt es das. Hammer. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, wo, ne?
ob man die Produkte dann jetzt noch nachkaufen kann oder so. Ich halte sie jetzt einfach in die Kamera und schwärme euch einen vor. Vielleicht gibt es die noch, vielleicht auch nicht. Was haben wir hier? Rosenblütenkörpermilch von Yves Rocher. Oh, Yves Rocher hat auch echt tolle Produkte, ne? Sehr hautverträglich, hautfreundliche Produkte. Hermetisch abgesiegelt, ich merke das wohl hier. Mache ich das anders, wenn ich Sachen verschicke? Nein! Sie hat wenigstens Washi-Tape verwendet und nicht wie ich. Ich nehme manchmal tatsächlich auch einfach Paketklebeband, muss ich gestehen. Weil es ist schon so viel passiert. Teilweise werden Pakete echt durch die Gegend geworfen, ne? Und da macht es wirklich Sinn, die zu schützen, so gut wie man kann. Und dann ist es super ärgerlich, wenn so ein Duschgel oder so ausgelaufen ist. Genau. Oh, das riecht... Das riecht richtig blumig, rosig. Wie wenn ich an so einer frischen Rose auch rieche, ne? Mega. No. Okay. Okay. Love, Amor, Liebe. Süß. So, was haben wir jetzt in diesem Schätzelein hier drin? Ein Deo. Sehr schön. Rosentau. Rosenblüte und weißer Tee. Das sieht sehr ansprechend aus von CD. Von CD hatte ich auch mal einen Deo-Roller. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sowas verwende ich gerne nach dem Duschen. Also wenn ich abends halt Deo nochmal auftrage. Tatsächlich mache ich das, weil ich nachts ja auch ab und an mal schwitze. Ne? So, ich bin ein Mensch, hallo. Und man schwitzt ja auch viel nachts. Aber weil ich einfach das gerne unter meinen Achseln trotzdem gut riechend haben möchte, mache ich mir dann auch noch einen Deo-Roller drunter. Das soll 48 Stunden reichen. Aber Leute, bitte, bitte nicht nur alle 48 Stunden Deo verwenden. Mega cool. So. Sammy Fräuchen ist hin und weg, ich sag dir das. So, was haben wir hier? Yves Rocher, du verrückte Nun, echt. Rose Scent, ein Duschgel auch wieder. Sehr schön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich finde dich echt wundervoll. Jawohl. Oh Mann, Wanni, Wanni, Wanni. Du machst mich gerade wirklich fertig. Das sag ich dir, ne? Schwöre ich dir nackt in der Hand. Das riecht etwas künstlicher nach Rose, aber angenehm. Aber angenehm, definitiv. Also da frisch, sehr frische Rose. Sehr, sehr frische Rose. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, hier ist der zweite Teil der Karte. Das ist halt wahrscheinlich auch alles sehr privat, ne? Ich bin echt gespannt. Hast du da eigentlich gereimt gerade? Sag mal. Jetzt kommen nämlich die großen... Oh, hier fällt was raus. Die großen Dinger. Oh. Hä? Oh Gott. Ich sehe schon, was das ist. Oh Gott. Da wird mein Freund ausrasten, ne? Und zwar verhält es sich wie folgt. Mein Freund ist ein Fan von Klemmbausteinen. Klemmbausteine, man darf ja nicht mehr zu allen Lego-ähnlichen Produkten Lego sagen. Da hat ja der Herr der Steine ein kleines Problemchen bekommen mit Lego selber. Hat da übrigens aber sehr von profitiert, um das mal so zu sagen. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt auch alle Steinchen zusammengesammelt habe, denn von Gift Series... Microsize Building Blocks 4x4 mm hat sie mir quasi ein Glumanda-ähnliches Vieh geschickt. Also mich persönlich erinnert es an das Pokémon Glumanda. Ob das andere ebenfalls so sehen, sei ihnen selbst überlassen. Aber diese Klemmbausteine sind krass. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass mein Freund seine Freude dran haben wird. Aber er wird auch sagen, ach du Scheiße. Er hat auch tatsächlich, und das... Ich glaube das auch sagen. Er hat sich jetzt auch von dem Held der Steine auch ein bisschen anfixen lassen und sich auch alternative Klemmbausteine aus Asien geholt. Also da gibt es auch verschiedene. Und er hält mich da auch immer sehr up to date, um das mal so zu sagen. Und klärt mich auf, was es so gibt für verschiedene Marken, Hersteller, hast du nicht gesehen. Also, keine Ahnung, Bricklink ist irgendwas, wo er ständig ist. Keine Ahnung, ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, die Seiten, auf denen er immer schaut. Vielleicht was für euch, für euren Freund oder für sonst irgendwen.
Er geht da tierisch drauf steil. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Brandenburger Tor bei uns stehen, Notre Dame. Dann haben wir auch noch bei uns stehen, boah, was hat der da noch geholt? Kann er empfehlen, ne, tatsächlich. Also das empfiehlt er auch die ganze Zeit meinem Papa. Egal. Irgendwie so einen botanischen Garten hat er sich auch geholt. Ja, hat er alle seine Freude mitgehabt und deswegen, alternative Klemmbausteine ist wirklich was für meinen Freund. Ja, ab 14. Mal gucken, ob mein Freund mit seinen, Gott, wie alt ist mein Freund, 33 Jahren, sich daran erfreut. Aber ich glaube schon, weil er ist ja auch Generation Pokémon, ne? Genau. Wobei, ich glaube, er hat damals eher Digimon geguckt. Ja, aber Glumanda kennt doch jeden, oder? So, kommen wir zum nächsten. Das ist hier ein eckiges Ding. Okay, das sind jetzt wirklich Sachen für meinen Freund. Du bist ja verrückt, dass du da meinen Freund gedacht hast. Nee, das ist für mich. Dekofiguren, kleine Mönche. Ja, ein bisschen Om in my life. Das ist super wichtig. Ich habe hier auch ein Engelchen stehen. Das habe ich, glaube ich, von Michelle Geschenke kriegt. Ich habe überall Engel bei mir hängen. Da hängt ein Engel, da hängt ein Engel, da hängt ein Engel. Und auch bei uns überall in der Wohnung stehen, weil ich an Engel glaube. Und ich habe auch einen meditierenden Panda bei uns im Büro stehen, in Gold. Gab es mal bei Chibo. Und hier sind jetzt kleine Mönche, Dekofiguren Mönche. Süß. Sowas ist sehr, sehr wichtig. Und ich fange jetzt ja auch mit Yoga an. Ich habe ja mir von Yoga Junkies auch die Matte tatsächlich gekauft, beziehungsweise durch Points einlösen organisiert. Und ja, dann wird das jetzt was werden mit mir und meinem. Ich möchte kein Faultier mehr sein und kein Steiftier. Genau. So, hole ich mal eben raus. Ein Styropor, ganz süß eingepackt. Oh mein Gott. Und die sind aus Stein, glaube ich, ne? Da haben wir einmal diesen kleinen Mönch, der nach oben betet, sage ich mal, meditiert, omnisiert. Dann haben wir hier, das ist, glaube ich, so eine Öffnungspose, wenn man so macht und die Hand so hält, keine Ahnung. diese großen Ohren, ist natürlich auch ein Traum, ne? Süß, aber schöne Dekofiguren, definitiv. Und ich finde sowas auch in keinster Weise kitschig, ne? Also wenn man das halt in homöopathischen Dosen im Haus hat, ist es vollkommen legitim. Und dieser Herr macht die Hände nach oben und so nach dem Motto, lass man kommen, ich bin bereit, aufnahmebereit, Dankeschön. So, vielleicht richte ich mir wirklich so eine Meditationsecke oder sowas ein, wo mich dann die Mönche auch begleiten werden. Das wäre auf jeden Fall eine coole Nummer. So, weiter geht es. Dann haben wir hier etwas. Oh. Nee, doch nicht. Das ist nur das Papier, was so angemalt ist. Ich dachte gerade, ist hier irgendwas ausgelaufen. L'Oreal, du Verrückte. Reinigungsmilch, kostbare Blüten entfernt. Reinigt sanft, nährt, entfernt Make-up. Also das kann man wirklich als ersten Schritt beim Double Cleansing verwenden. Oh, wie geil. Ich habe diese Reihe noch nirgendwo gesehen, ne? 400 Milliliter, Maxi-Format, ja läuft. Rosen- und Jasminextrakt, trockene und sensible Haut. Also das ist ja voll meins, ne? Wenn das nicht was für mich ist, was dann? Und dann kann ich erst das hier verwenden, Make-up runternehmen und dann in die Reinigungscreme für unter der Dusche. Mega geil. Vielen, 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 vielen Dank, Vanni. Hätte ich das im Laden gesehen, hätte ich mir das auch safe gekauft, aber Claudi geht nicht mehr so gerne im Laden. Claudi ist da merkwürdig. Ich habe hier das vorletzte, glaube ich, schon. Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Wie geil. Habe ich das aufgebraucht? Oder habe ich das in meinem Backup? Pink Pomelo Rose von Triacle Moon. Das Duschgel mit Grünteeextrakt. Das ist dieses hier. Oder hatte ich das letztens erst in einem Unboxing? Das weiß ich gar nicht. Der Duft ist geil. Definitiv. Ich mag nur nicht so gerne, wenn man so riesen Oschi-Duschgelflaschen hat, die man einfach... Ich rieche mich dann irgendwann satt an dem Duft, ne? Und ich bin ja echt so ein Freak. Ich benutze Produkte von Anfang bis Ende und dann nicht zwischendrin irgendein anderes Produkt, ne? Und dann ist es halt schwierig, wenn du so ein Riesenprodukt hast. Deswegen wird mir das bei der Reinigungsmilch vielleicht auch irgendwann auf den Keks gehen, aber ich werde es bis zum bitteren Ende verwenden. Die habe ich euch eben schon gezeigt. Und genau, so ist das. Dann hast du sowas zum Testen. Das hier riecht sehr herb, um ehrlich zu sein. Also da riechst du eher dieses Pomelo, als dass du die Rose riechst. Deswegen finde ich es gut, dass es so klein ist. Wird aber getestet. Dann kann ich euch mein Feedback geben, wie es unter der Dusche ist. Hier habe ich noch irgendwie so ein kleines Quietscheentchen.
ist das denn? Ist das ein Radiergummi? Wenn das ein Radiergummi ist, dann feiere ich dich hart, weil gestern habe ich noch hier mit Bleistift was in meinen Terminkalender geschrieben und habe dann, als der Bleistift stumpf war, nach einem, als ich mich verschrieben habe, nach einem hier Radiergummi gesucht und ich habe nach einem Anspitzer gesucht, beides nicht gefunden und darüber nachgedacht, es demnächst bestellen zu müssen. Wenn das ein Radiergummi ist, ist es natürlich praktisch, weil dann habe ich jetzt eins hier. In einem süßen Design, wo man das Produkt wahrscheinlich gar nicht aufbrauchen will, ne? Das ist ja süß. Noch ein Produkt, wo ich sie fragen muss, ob das ein Radiergummi ist, ob das ein Dekoartikel ist. Oh Mann, deswegen würde ich sowas, eigentlich solche Unboxings am liebsten als Livestream machen. Und das hier finde ich jetzt mal ultra. 2276 Teile. Da war der Glumanda-Verschnitt ja erstmal der Anfang. Das hier ist ein Yoshi mit Super Mario auf dem Rücken. Wie geil ist das bitte? Das Ding wird 20,5 cm hoch sein und 17 cm breit. Also vielen, vielen Dank. Darüber wird mein Freund sich extrem freuen, ohne Scheiß. Wenn er es zusammengebaut hat, dann teile ich das auf Instagram. Ich gucke schnell, ob hier noch irgendwelche Teile drin sind. Nee, weil das wäre ja was, wenn ich mir irgendwelche Steine unterschlagen würde, ne? Aber vielen Dank. Es ist so, so häufig jetzt gewesen, dass ich dann am Videoschneiden war und mein Freund dann mit mir am Tisch gesessen hat, weil riesengroßer Tisch von Ikea, geiles Teil. Und er dann halt, während ich geschnitten habe, immer seine Lego-Baugedönsen hatte oder sein Klemmbaustein-Gedönsen. Und jetzt hat er Mini-Klemmbaustein-Gedönsen. Ich bin mal gespannt, was er gleich dazu sagt, ne? Vanni, du verrückte, geile Nudel. Du wunderbarer Mensch. Nein, das hätte nicht sein müssen. Ich bin begeistert, ich bin baff, ich bin hin und weg. Du hast mir richtig schöne, auf mich zugeschnittene Produkte geschickt. Mich. Mich oder mir? Wohl eher mir. Du hast meinen Freund mit glücklich gemacht. Was kann ich mir mehr wünschen? Du bist ein ganz, ganz wundervoller Mensch. Lass dich niemals unterkriegen und von keinem irgendwie... Ich fange gleich an zu heulen, in irgendwelche Schranken weisen, okay? So, ihr Lieben, sowas zu beenden, so ein Video ist immer super schwer, ne? Die liebe Vanni wird gleich noch ein paar Ausraste, Sprachnachrichten von mir bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!